Ingrids Frikadelle besticht vor allem durch ihre Lieblingszutat. Fertig gewürzt. Wieso fertig gewürzt? Womit hast du gewürzt? Fondue, Salz und Pfeffer. In meiner Küche haben Fertiggewürze nichts zu suchen. Geschmack kommt nicht durch Würzen, sondern durch Kochen. Gut. Kathi. Da ist noch, also in der Pfanne. 45 Minuten und nicht fertig geworden? Ich habe den Tofu zu spät entdeckt. Also ich habe eine normale gemacht und nicht vegan und eine vegan. Also gib mir die, die fertig ist. Okay, ein Alternativ, wenn die nicht schmecken sollte. Du bringst doch deinen Gästen auch nicht unfertiges Essen, oder? Natürlich nicht, aber... Also, gut. Welche gibst du mir jetzt? Gib ihn dir. Zeig mal her. Jetzt will ich es aber trotzdem sehen. Ist doch nicht gebraten. Du willst mir doch nicht wirklich sagen, dass du mir das geben wolltest, oder? Nein, aber zeigen, dass es gleich fertig gewesen wäre. Ja, aber Tofu. Ich könnte ja jetzt auf die Karte schreiben, theoretisch wäre dies jetzt eine vegane Frikadelle gewesen. Dann habe ich die arme Katharina ja noch irgendwie dazu gebracht, dass sie dann was Vegetarisches gemacht hat, dann wurde die nicht fertig. Und das hat mir ein bisschen leid getan. Ne? Aber Ding. Sag doch mal wirklich selber, ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß. Das sieht doch aus wie ausgekotzt. Tut es auch. Gut. Ja, ich wollte nur zeigen, dass was noch ins B hätte und guck mal hier, werden können. Die ist roh. Nimm beides wieder mit, ja? Okay. Das wäre bestimmt vielleicht noch was geworden. Die Fleischeslust ist ihr Metier. Doch bekommt Lady Betray auch eine gute Frikadelle hin? Geschmack, Optik, kein Shishi. Das war einfach, klar und ehrlich. Bist du nicht fertig geworden? Ich habe es nicht auf den Teller gepackt, also geschafft. Willst du mit der Pfanne auch so zum Gast gehen? Wahrscheinlich eher nicht. Nimm's wieder mit, ja? Die kannst du auch nur besoffen essen. Also. Mikis Frikadelle war echt scheiße. Eine Frikadelle im betrunkenen Zustand, die muss ja auch nicht lecker sein, die soll ja nur sättigen. Und von daher fand ich meine Frikadelle eigentlich gelungen. Jetzt wird's ernst. Wie lautet das Resümee des Chefs? Das war größtenteils wirklich nix. Da habe ich echt noch jede Menge Arbeit, um die Truppe auf Spitzenniveau zu bringen. Aber wer die beste Frikadelle gemacht hat, ist auch klar. Lady Bitch, Ray, hast du mich überrascht, weil die Frikadelle wirklich sehr, sehr lecker war. Vagina Power. Von daher kriegst du die grüne Karte und bist heute safe und kannst heute nicht rausfliegen. Denn Fakt ist, einer geht heute schon nach Hause. Der Anfang ist positiv, und das ist doch auch schon mal so ein wichtiger Schritt.